Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen Ultimate General Civil War. Wir haben den 10. September 1863. Die Schlacht um Vicksburg ist beendet und die Unionsarmee können nun anderen Expeditionen im ganzen Land zugeteilt werden. Es wurde uns befohlen, Little Rock, Arkansas, die wichtige Hauptstadt eines Staates, einzunehmen, der sich von der Union abgewendet hat. Eine Kavalleriedivision rückt bereits auf Little Rock vor. Südlich der Stadt haben sich die Konföderierte irgendeiner Stadt hinter dem Arkansas River verschanzt. Wenn wir diese Truppen abwehren, wird Little Rock schnell fallen und die Südstaatler westlich des Mississippi werden demoralisiert und komplett von dem Land der Konföderierten getrennt. Klingt doch schon mal gut. Die Rebellen halten eine starke Position nördlich des Flusses. Jawohl, so sieht's auch aus. Es gibt drei Pforten, an denen man den Fluss überqueren kann. Ah, die ist natürlich bescheiden, die jetzt da kommt. Die nehmen wir nicht. Weil, wenn wir da ankommen, können wir gleich von oben rund niedergeballert werden. Die andere ist besser, aber da sehen wir auch schon so einen Verteidigungswall hier quasi. Aber hier können natürlich auch Einheiten stehen. Das ist natürlich für die super. Teile ihrer Streitkräfte sind auf dieser kleinen Insel gelandet und werden sich dem Angriff bald anschließen. Der Hauptteil ihrer Armee wird aus dieser Richtung angreifen. Um die Konföderierten zurückzuwerfen, müssen sie eher eine vorsichtige als eine wagemutige Strategie entwickeln. Viel Glück, General. Vorsichtig. Da oben ist natürlich nichts an. Ich weiß auch nicht, wie viel Zeit wir haben. Ja, von den Truppen her bin ich zufrieden. Eine Kavallerie. Ich weiß bloß gerade nicht, wie wir das mit den. Ja, von wo wir jetzt angreifen. Also hier kommt unsere Verstärkung. Die kann natürlich durch den Wald und hat natürlich die beste Position. Wenn wir von da angreifen, haben wir. Das könnte zu lange dauern. Müssen wir mal gleich gucken, wie viel Zeit wir haben. 3 Stunden. Upsala. Ich wollte die Kavallerie nach vorne schicken. Die Kanonen schicke ich erstmal da trotzdem hin. Brauchen am längsten. Greifen Sie Ihre Verteidigung an. Ja, nur mit der Ruhe. Machen wir schon. Das heißt, Sie sehen uns da hinten auch. Wir könnten trotzdem mit den Kanonen von hier schön rüberballern, ne? Die Kavallerie kann man weiter vorreiten. Aha. Entschuldigung. Hier schön Kanonen hier aufstellen.
Die Männer ebenfalls. Charge! Was macht ihr denn da? Attacke! Oh, die laufen zurück. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber gut, dann ist das halt so. Ich würde sagen, ihr beide... Ah, es müssen darüber. Feuer frei. Kavallerie. Ach, 19 getötet und 100 verloren. Ist natürlich echt beschissen. Das war natürlich ein Satz mit X. Ich warte, bis die dann Kanonen noch auf Position sind. Und Blume, bleibst du hinten. Oh, da ist jede Menge. Ich will die nur verjagen. Spot haben wir. So, ab in die Mitte. Reicht zurück. Kavallerie. Und euch vier würde ich jetzt sagen, hier mal upsala. Kavallerie nicht, nein, nein, sollte da mal hin. Blume, komm doch mal rüber. Laufen, laufen, laufen. Komm her, die sind doch hier irgendwo. Weggerannt. Da rennen wir jetzt nicht hin in den Bereich, aber... Gut, dann haben sie sich zurückgezogen. Die Kavallerie bleibt da nochmal versteckt. Das ist ganz doof. Ah, da sind ja auch Kanonen. Guckt euch das mal an. Oho. Fire.
Los, auf die Kanonen, Kanonen. Scheiße. Das läuft gar nicht gut. So, Kanönchen, ihr steht voll falsch, aber egal, dreht euch mal um. Dass sie auch hinten so viel haben, hätte ich jetzt nicht gedacht. Nein! Oh, das werden die natürlich flankiert, ihr. Haben wir Nahkämpfer noch hier in Reserve? Schütze, Schützen. Versucht er irgendwie durchzubrechen. Schäfer. Charge. Aber er kommt da nicht an. Och Mann, der Hügel ist zu hart. Wo rennt der Schäfer denn hin? Da ist die Tür doch offen. Na los! Da zittern sie aber. Hoffentlich vor Angst. Oh, gleich ran da. Oh, warum laufen die jetzt? Also ich darf bloß die Mauer nicht mehr einnehmen. Gut. Laufen. Dann stellt euch da hin. Stellt euch da rein. So.
Käfer. Komm da rüber. Nahkampf. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Ihr zieht euch mal zurück. Zurückfallen. Ah, da sind sie alle. Los, Wander. Keine Reserve. Alle Männer müssen ran. Attacke! Schäfer, rein da! Auf die Kavallerie! Ach du Scheiße! Weiter, 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 weiter. Ich glaube, die Kanonen hier, die ziehe ich alle mal nach. Kommt mal rein. Geschützt von der Kavallerie. Und die Kanonen. Ja, jetzt mal kurz. Ach, die können auch nachrücken, bis die da sind. Hoffentlich haben wir bis dahin Land gewonnen. Los, verteidigen! Ah, den Wald hätte ich noch gerne hier, genau. Und weiter. Ja, die Kanonen können eindeutig nachrücken. Am besten hier in den Wald. Die sind alle dabei. Die haben sich gerade in Luft aufgelöst. Ich liebe es, die haben sich aufgelöst. Zack, auf die nächsten. Und halt! Halt, habe ich gesagt, die Hörnies. Wo sind meine Kanonen? Oh, die hängen da im Matsch. Osborn, falls sie da schon mal rumkommen. In welche Richtung stehen die? Ah, die laufen. Die Kanonen kommen schleppend voran. Hm.
bleibst hier, nur du rennst dahin. Haben wir uns mit Mühe und Not durchgeboxt, aber haben auch viel Leben gelassen. So, umso länger sie hier jetzt auf uns einschießen, umso besser kann ich mich hier verteidigen. Und wenn die Kanonen da sind, können wir die hier schwächen. Und sie, ja, treffen in jedem Moment ein. Fantastisch, dann kann ich die Kavallerie da abziehen. Und kann mit Kavallerie vielleicht hier auch nochmal auf Kanonenjagd gehen. Bitte die Kanonen hier drinnen abstellen. Munitionswagen auch, Heinrich auch, der motiviert alle. So, Kanonen reichen, Feuer. Kanonen, Feuer. Abprotzen und los. Warum höre ich meine Kanonen nicht? Jetzt will ich da Einschüsse sehen. Genau sowas. Jawohl. Sah doch gut aus. Nächsten kommt auch gleich. Ja, es reicht. Einfach feuern. Ah, die Kavallerie braucht noch einen Moment. Ui, der flüchtet. Ist so schlimm. Ran da. Wo ist Heinrich? Du musst dich eigentlich motivieren, ja genau. Ah, die laufen auch, das ist aber kein Problem. Wickham. Und gleich wieder ran. Ich brauche hier meine Kavallerie langsam hier an der Seite. Jetzt läuft der nächste. Scheiße, Wallace. Und du kommst da mal raus. Rauskommen, rauskommen, rauskommen. Keine Zeit mehr. An die Mauern, Wallace. Halt. Das war eine verfluchte Kavallerie. Aber ich versuche jetzt mal ein bisschen Langziel zu gewinnen. So, bleib hier mal stehen. Alt. Halt mich die Nase vorher, dass wir hier seitlich weggeschossen werden. Schäfer einnehmen. Nehmen uns den Punkt dann nochmal ein. Muss dich mal beruhigen. So, das war's mit der Kavallerie, mit den Kanonen. Genau, immer schön draufballern. Schön ist, sie müssen jetzt über den Fluss, dann kriegen sie dann auch nochmal einen auf die Nase.
Nee, hier nicht. Hier. Als. Stopp. Dich lasse ich da nochmal hinten drin. Hey, 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 hey. Oh. Ich dachte, ich hab den Befehl zurückgenommen. Als versuchen sie hier rumzulaufen. Dachte ich zumindest gerade. Haben sie doch nicht gemacht. Okay. Ich ziehe nur meinen Ball zurück. Vielleicht brauche ich dich hier nochmal um die Ecke oder so. Aber es sollte es gewesen sein. Puh. Oh. Wir haben mehr verloren als der Feind. Na gut, mussten aber auch erobern und dann noch halten. Ja, wie gesagt, hier hinten, wenn man auf die Map guckt, ich glaube, das Schlauste wäre doch gewesen, von hier oben zu kommen. Hier unten war einfach zu viel los. Viel zu viel Kanonen. Hammer. Aber der Wald wäre am schönsten gewesen. Ne? Haben aber Plus gemacht, das ist wichtig. 100.000. Na, Gefangene haben nicht viel gemacht. Ein paar Vorgesetzte hat es wieder weggeknallt. So, Hammer. Vorgesetzte. Ich habe keine Reserve. Verdammt. Wer hat dann keine Reserve? Doch, da. Aber vielleicht nicht gut genug für die dritte Division. Ja, jetzt haben wir schon 4 Positionen auf 10. Nachschub könnte man jetzt nochmal weiter pushen. Wirtschaftlichkeit. Ich mache hier noch einmal auf Nachschub. Wenn ich noch ein paar Punkte kriege, mache ich und unterstütze ich mal ein bisschen die Wirtschaft. Wirtschaftlichkeit. Aber das hilft uns erstmal nicht weiter. Nächstes Mal geht es nämlich auch Chickamauga oder so. Wie man das auch aussprechen mag und wie viele Divisionen treten da so circa an. Oder Korps meine ich, Entschuldigung. 2 Korps. Das wird bei mir das erste und das zweite sein. Rüste ich da noch ein bisschen auf. Gut, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne mal ein Like da oder einen Kommentar. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.